Willkommen zu The Brief from Brussels. Um sicherzustellen, dass öffentliche Gelder auch richtig ausgegeben werden, darüber wacht in der EU die Betrugsbehörde OLAF. Gegebenenfalls schaltet sie die Staatsanwaltschaft des betroffenen Mitgliedstaates ein. Selbsttätig werden kann OLAF nicht. Sie ist auf Unterstützung angewiesen. Doch da genau ist der Haken. Oft passiert am Ende nichts, wie unser Beitrag zeigt. Ein bekanntes Bild. Proteste quer durch Osteuropa gegen den Missbrauch öffentlicher Gelder, vor allem aus der EU. Korruption, die oft von der EU-Antibetrugsbehörde OLAF aufgedeckt wird. Jetzt wurde in Brüssel deren Jahresbericht vorgestellt. Der größte Übeltäter ist darin Ungarn. 4% aller zwischen 2014 und 2018 überwiesenen EU-Gelder ist dort versickert, rund 10-mal so viel wie der EU-Durchschnitt. OLAF empfiehlt auf die Rückzahlung dieser Mittel. Es sei wichtig, auch hinter die Zahlen zu schauen, so OLAF-Generaldirektor Ville Itälä. Deswegen reise er demnächst nach Ungarn, um mit den dortigen Behörden über eine Lösung zu sprechen. Insgesamt jedoch bemängelt OLAF eine zu laxe Einstellung der Mitgliedstaaten zum Thema Veruntreuung. Die jüngste Einstellung der Ermittlungen gegen die Firmen des tschechischen Regierungschefs Andrej Babiš machen Experten besonders wütend. Das Problem sei, dass der Kampf gegen die Korruption in den Mitgliedstaaten nicht ernst genug genommen werde, so Nick Ayossa von Transparency International. Eine Anklagequote von 36% sei inakzeptabel. Der Fall Babiš in der Tschechischen Republik sei ein gutes Beispiel. Es werde nicht wirklich ermittelt und die Untersuchung dann irgendwann vergessen. Don't investigate properly and let an investigation dry up, end or be forgotten. Für 2018 will OLAF mehr als 370 Millionen Euro im Namen der Steuerzahler zurückbekommen. Und nun weiter mit Kurznachrichten, darin das Neueste zum Thema Iran. Um das iranische Atomprogramm zu retten, will Frankreich dem Land mit Milliardenkrediten unter die Arme greifen. Die Regierung in Paris bot Teheran Darlehen über rund 15 Milliarden Euro an, wenn das Land die Vereinbarung von 2015 voll respektiert. Zuvor hatte der Iran mit dem Ausstieg aus dem Abkommen gedroht. Österreich, Italien und Rumänien sollen für die Folgen der Unwetter 2018 Hilfen von fast 300 Millionen Euro aus dem EU-Solidaritätsfonds erhalten. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments. Das meiste Geld soll nach Italien gehen, wo es im vorigen Herbst schwere Stürme, Überflutungen und Erdrutsche gegeben hatte.